Aber ich bin noch so müde und fertig von Samstag. Ich habe die ganze Nacht am Laptop gesessen und wollte unbedingt den NMDOG haben. Ja, und in diesem Sinne, herzlich willkommen bei Sneak News. Ich hoffe, ihr habt alle eure Ultra Boosts und alle eure NMDs, OGs, bekommen. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und verkauft die nicht, wie die ganzen Hashtag Reseller hier, ja. Ja, wir haben noch eine Neuigkeit für euch. PCTV ist jetzt auf Snapchat zu erreichen. Ja, wir sind auf den Hype Snapchat aufgesprungen. Und ja, ihr könnt uns gerne folgen unter dem Namen halt PCTV. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Video. So, kommen wir gleich zum ersten Schuh. Und zwar ist es der, muss ich ablesen, Freunde, der Yeezy Season 2 Creep Boot. Ja. Ein neuer Yeezy, aber nicht von Adidas, sondern von der Season 2 Collection von Kanye West. Und ja, der wird jetzt am Montag, am 6.6., Schnapsal, wird er am 6.6. kommen, unter anderem auf jeden Fall bei End. Es wird einmal für Frauen den geben und einmal für Männer extra. Also wird an sich kein Unisex-Schuh geben. Und ja, der wird bei über 400 Pfund liegen, also knapp 600 Euro, ist natürlich eine Ansage. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, der wurde ein bisschen angelegt an den 950er Boot, der auch vor, der letztes Jahr rauskam. Und ja, es hat halt keine Boost-Sohle, deswegen ist es kein Yeezy Boost 950er, logischerweise. Der Yeezy Season 2 Boots, der ist made in Spain. Zuerst war die Rede von, dass der made in Italy ist. Aber da gibt es immer so ein kleines Täschchen, wo die ganzen Yeezys mit dazukommen. Also die 750er, 950er wahrscheinlich auch. Und die kleine Tasche, die ist wohl angeblich aus Leder und so, soll made in Italien, made in Italy sein. Und ja, ist natürlich cool, made in Spain. Ja, aber der Preis ist halt ein bisschen high, ne? Mit über 400 Pfund, also 600 Euro knapp. Ist natürlich eine Hammer-Ansage. Also wenn sich die Reseller leider nicht freuen, weil der wird dann wahrscheinlich nicht so schnell weggehen für teures Geld, weil der schon so teuer ist. Naja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Es ist halt eine sehr schlichte Farbe, so ein beige-grau so. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt der Release so Sinn bringt, jetzt den Schuh für den Sommer, zum Sommer rauszubringen. Naja, müssen sich andere drüber streiten. Ich finde jetzt nicht so pralle, jetzt nicht nur, weil er so teuer ist, sondern ist einfach irgendwie, ich mag keine High-Tops. Naja, Ansichtssache. Jo, kommen wir zum nächsten Schuh und zwar ist es der Monkey Time Essex Tiger Gearside von United Arrows. Der wird jetzt am Samstag kommen, am 4.6. und dann eine Woche später ist dann Worldwide Release. Das erste, das zweite Collabo auf den Gearside. Das erste Collabo kann ich euch einmal zeigen. Das war hier und da haben wir auch bei Sneak Room 5 zu sehen. Das ist hier der Gearside von Overkill. Für mich einer der besten Schuhe im Jahr 2015 gewesen. Oder jetzt immer noch der beste Schuh. Egal. Bleiben wir bei den Themen. ja, der wird bei United Arrows kommen, wie ich schon gesagt habe. Der ist so ein Olivbraun. An sich coole Farbe, so mal was. Sieht edel aus. Hinten ist es dann so weiß. Also das Upper besteht hauptsächlich aus Nubuck, Glattleder und Suede. Und hinten ist halt ein bisschen weiß, das Kunststoff haben sie so in schwarz gehalten. Ja, die Outsole ist hinten weiß gesprenkelt und ja, an sich überwiegen halt die Farben hier weiß und dann ist olivbraun. Also ich finde den sehr schick, so mal ich den Gearside sowieso sehr feier seit dem Overkill Release. Vorher kannte ich den halt nur von den Ubik. Ja. Ich finde, den ist ein gelungenes Release. Mal sehen, wie der so geht. Ich denke mal, wer ihn haben will, der kriegt den. Wird jetzt nicht so ein Hype entstehen. Also ist easy, easy Cop. Und ja. So, kommen wir jetzt zu den Gerüchten. Na, wo sind die denn? So, und zwar sind wir wieder beim Thema Yeezy. Ja, Yeezy hier, Yeezy da, Yeezy da. Und Yeezy hier. ja, der Yeezy 750er. Yeezy Boost 750er von Adidas. Made by Kanye West. Und so weiter und so fort. Wir müssen ja hier, dürfen ja hier nichts unterschlagen bei Sneak News, ne? Und zwar habe ich gelesen und gehört, dass der wohl am 11.06. in anderthalb Wochen kommen wird. Adidas hat das noch nicht bestätigt, aber das ist dann meistens erst im Laufe der Woche wird es dann bekannt gegeben. Wie gesagt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall wird der jetzt im Juni kommen, das ist schon mal safe.
Und wir sind sehr gespannt. Also wenn Adidas den Yeezy Boost 750er wirklich nächste Woche bestätigt, dann könnt ihr exklusiv hier bei Sneak News, wenn wir darüber berichten. Und ja, vergesst unseren Kanal nicht zu abonnieren, nebenbei da gesagt, um nichts zu verpassen. Und ja, angeblich soll auch am 1.6., habe ich gelesen, jetzt kommen wir zum nächsten Gerücht, der Air Max Zero Com B-True ist außen komplett weiß und in der Sohle ist so ein blau-rotes Muster jeweils drauf. Ich weiß nicht genau, was das ist oder was das zu bedeuten hat. Auf jeden Fall ist der relativ clean vom Aussehen her. Der sollte wohl am 1.6. kommen. Ich denke mal nicht, dass der dann da kommen wird. Auf jeden Fall wird er in den nächsten zwei Wochen, ich will hier keine falschen Hoffnungen machen, für die MX Zero-Fans hier unter uns. Ja, so viel zum MX Zero. Und ich glaube, damit wurden wir alle sehr überrascht mit den KISS Exclusive Cocato Green oder wie auch immer, SXG Lite 3. Der ist ja vor zwei Wochen, ist der ja rausgekommen. So ein richtiger Quick Strike Release. Ja, hier, ihr könnt ihn bestellen und dann habt ihr Vorverkaufsrecht für den Super Green. So war das. War halt ein KISS Exclusive. Soll wohl kein Collabo sein, sondern nur ein KISS Exclusive. Und der erscheint jetzt am 15.07. bei The Good Will Out, habe ich gelesen. Also dann wohl doch nicht so exklusiv. Und ich denke mal, dass er dann wahrscheinlich bei allen Essex-Händlern kommen wird und allen bekannten Stores hier in Deutschland. Aber wie gesagt, ihr werdet es dann auf jeden Fall nochmal in der Woche von uns hören. Ob der kommt, wie er kommt und wie auch immer, ne? So, dann sind wir schon wieder beim Ende von Sneak News. Und ja, wie gesagt, vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren und PCTV zu abonnieren natürlich. Und vergesst auch nicht, uns bei Snapchat, ja, Snapchat haben wir jetzt, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook und halt bei Snapchat zu folgen. Ja, wir sind halt Media-Huren und ihr müsst uns halt überall folgen. Nee, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit euren anstehenden Schuhen, die ihr hoffentlich bekommen werdet, alle, die ihr wollt. Und wir sehen uns dann nächste Woche, hoffentlich mit einem guten 750er-Release. Bis dann, meine Freunde.